Stimmung ist eigentlich momentan sehr gut. Es wird sehr konzentriert geschafft und es macht einfach Spass. Meine Stärken liegen darin, die Spielauslösung, die taktischen Sachen und sicher das Zweikampfverhalten. Urs Fischer macht einen sehr positiven Eindruck, er redet viel mit den Spielern. Er hat uns auch ein Konzept vorgegeben, das wir gut umsetzen können. Wenn man so viele Verletzungen hat, ist es eigentlich recht eklig, weil es halt so kleine Verletzungen gewesen sind und dann musst du halt immer wieder Aufbau machen. Ich bin eigentlich sehr gut dann immer wieder gestärkt aus der Verletzung rausgekommen. Im Moment will ich einfach verletzungsfrei bleiben und mich wirklich auf die Leistungen hier in Thun konzentrieren. Also der Traum zu Basel zurückzugehen ist sicher vorhanden, aber im Moment konzentriere ich mich auf hier auf der FC Thun. Ich will mich hier sicher weiterentwickeln und zum gestandenen Personal dann gehören. Ich glaube, gegen Basel spielen ist immer für jeden spezielles Spiel. Für mich sicher noch mal ein bisschen mehr, weil ich eben im Nachwuchs gespielt habe. Und schlussendlich ist es ein Spiel wie jedes andere und da werden wir natürlich 3 Punkte holen.